Gehen wir raus zu den Pferden. Gute Idee. Alles klar. Roseli? Ja, ja, wollte gerade sagen. Soll das jetzt werden? Geht schon. Die hat da jetzt keinen Bock mehr auf uns. Na los. Ich denke, die gehen getrennte Wege. Wieso reitet er hinterher? Ich weiß auch nicht. Guck mal, das sieht voll romantisch aus. Ja. Er sieht ein bisschen schuldig, also schuldbewusst aus. Ja, ja. Das wäre ja mal was. Ah, oh, wie schön. Jo. Kannst du ja auch nicht an den Kopf öffnen, ja, du bist nicht meine Tochter. Oder? Das ist es. Natürlich ist sie nicht seine Tochter, aber... Wo ist dieses Labor? Da kann sie ja nichts für. Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Wir können das verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du kennst uns schlecht. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Sehen, ob ich es jetzt hab. Wenn man den vierten Angriff versaut, kriegt das andere Team den... Ein Eichhörnchen. Genau, das ist ein Turn. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Okay, die Uni haben wir schon mal gefunden. Oh ja. Welchen Studiengang schreiben wir uns jetzt ein? Ich habe allerdings schon wieder vergessen, wie das Gebäude aussah. Was hat der gesagt? Ich weiß auch nicht. Ich hab doch nicht zugehört. Oh, verdammt. Sieht nichts wie ein Spiegel aus. Ah, wie ein Spiegel, okay. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Das war Teil 1 von... Ihr könnt es nicht verfehlen. Wie soll das nochmal aus? Keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Oh mein Gott, ey, aber wirklich. Bei solchen Sachen habe ich auch immer das Problem, ich bin dann immer noch gedanklich mit anderen Vorfällen beschäftigt, jetzt speziell mit Ellie und so, und dann erzählen die über sowas und dann komme ich da nicht mehr mit. Ja. Absteigen? Sollen wir das tun? Ja, mach mal. Er scheint uns da so drauf hinzuweisen. Da drüben ist ja scheinbar auch nichts Großartiges. Dann können wir hier mal... Ja, ist der Wasserferdi. Ferdi, das wäre. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Kriegen wir das nochmal raus, was das für ein Name ist? Soll ich mal googeln? Ja, mach mal.
Wer ist... Ein Kallus ist ein wulstartiger Austrieb, erinnert an eine Narbe. Aus der abgetrockneten Schnittstelle eines Pomerias Black. Ja. Das ist es bestimmt nicht. Na, man weiß es nicht. Die scheint aber etwas, es ist nur sowas. Irgendwie. Die scheint einen schrägen Humor zu haben. Dann kann das gut hinhauen. Wo gehe ich denn jetzt überhaupt hin? Was mache ich hier? Bin überall auf dem Balkon. Oh, da liegen Sachen. Jetzt weiß ich, was ich hier mache. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. Oh, erstmal alles einsacken hier. Oh, da ist noch ein Zettel. Ja, pass auf, wir sind weitergezogen. Jetzt weiß ich auch noch nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. noch immer nichts. Marc, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.9. 5 neue Rekruten aus der QZ Chicago. Eingang. Ha, endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. 6 Typen aus dem HQ. Eingang. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Vorratslieferung aus dem HQ. Eingang. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. 10 Millionen Werwölfe. Eingang. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. Lol. 5.11. Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Ausgang. Speer zurückgekehrt. Eingang. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Ein Biologe aus San Francisco. Eingang. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. 3 neue Rekruten als Eskorte. Eingang. Die haben mir wenigstens vor Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. Oh Mann, ey. 22.02. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Laborkram. Eingang. Schlecht, oh Mann. Also, kann ich nochmal wenden? Kann ich da, ist da noch was? 4 Veteranen, die um Vorräte stritten. Ausgang. Mit all den Wissenschaftlern haben wir eben mehr Mäuler zu stopfen. 4.3. 2 der Veteranen, die im Februar gegangen sind. Eingang. Nachschublieferung aus QZ Dallas. Eingang. Unglaublich, wir haben Hühnchen. Ruft mich gefälligst sofort, wenn es Abendessen gibt. 21.04. 12 Veteranen zur QZ Boston. Ausgang. Ich habe ihnen viel Glück gewünscht. 12.06. 3 Ärzte. Ausgang. Keine Ahnung, warum die weg sind. 2 Rekruten. Ausgang. John sagte was von Aufklärung. Aber was suchen die? 20.08. 14 Tonner und ein Tieflader. Eingang. Ein Truppentransporter. Eingang. 2 Fahrer. Veteranen. Eingang. 4 Fahrer. Rekruten. Eingang. Einer davon, ein Blondschopf, hat mich beäugt. Ich hoffe, er bleibt doch eine Weile. Aber was soll der ganze Aufruhr? Erklärt mir mal jemand, was hier eigentlich los ist. Ja. War mal unterhaltsame Lektüre. So, sonst scheint hier nichts zu sein. Aber wir können noch eine Etage höher. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da war er. Schrott. Da, auch Schrott. Oh, Pillen ist gut. Pillen ist sehr gut. Werkbank. Aber ich würde vorher gerne nochmal gucken. Ja, da geht immer noch nichts.
braucht man? Achso, da brauchen wir 20 Pillen. 25, 30, 50. Okay, Pillen sind wohl jetzt sehr begehrt für uns. So. Was haben wir denn? Ne, ich weiß nicht, was wir haben. Pistole, da hatten wir doch. Revolver. El Diablo. Was können wir denn da machen? Schussfolge, Magazinkapazität. Panzerbrechend. Schüsse mit dieser Waffe können eine Panzerung durchdringen. Kann ich aber nicht machen, weil ich 4 Werkzeuge brauche. Ja, du hast nur 3. Das ist doch eine Frechheit. Frecherei. Genau. Genau. Das heißt, ich packe jetzt wieder ein. Ich warte darauf, dass wir noch ein Werkzeug finden. Ja. Weil das hätte ich gern. Panzerbrechend finde ich gut. So, ja gut. Dann war das hier doch nicht so essentiell eigentlich, aber... Und, ja. Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern, sich selbst finden, herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Psalm? Ein Riesenwidder. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn's um Sport ging? Na klar. Na klar. Drin ist nichts, ne? Kommen wir hier hoch? Oh, es wird kälter. Es wird langsam Herbst. Aber ist hier immer noch nichts, was wie ein Spiegel aussieht? Nee. Flaschen. Aber ja nicht. Aber wieso? Ich bleib bei Kallus. Ich hasse den Namen. Achso, naja, ne. Dass da 3 Stück rumliegen, ist ja eine Verschwendung. Kann ja eh nur eine nehmen. Ja, es sei denn, irgendwas erwartet uns. Ja, gut, das wäre möglich. Ah, da geht's okay, auch nicht weiter. Ja. Mal da reinreiten. Lol. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Ich bin extra abgestiegen, damit ich hier alles einsammeln kann und dann ist hier überhaupt nichts. Mich wundert das ein bisschen, dass hier überhaupt niemand ist. Die das würden stimmt. Doch, also normal müsste doch irgendwie wenigstens Wachen oder irgendwas, irgendjemand ja. Da sein. Link nach Runnern. Ein Pferd. Ich schaue. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Oh. Oh, man hört was. Ja. Und da hängt ein Zettel an der Wand. Was, wo? Da neben dem Gitter. Ah ja. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. Nimmst du mal... Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen, wir haben bald kein Benzin mehr. Kein Saft.
Okay. Was ist das denn? Sieht aus wie so eine Farb hier. Ja. Paintballing. Das machen wir euch bunt. Aber Flammenwerfer klingt so schlecht nicht. Ja. Das hat schon einen gewissen Charme. Aber was röchelt da denn? Was? Da röchelt doch irgendwo. Ja, oben. Schrecklich, wenn das alles immer so verwinkelt ist. Irgendwie 1000 Treppen und Räume und da findest du auch nichts mehr wieder. Oh, da komm. Da. Ei. Okay, das hat sie nicht beeilen. Und zack, alle. Oh nein. Okay. So eine Machete hat auch was. Ja. Ah. Direkt Nachschub gefunden. Nicht schlecht. Gut, eigentlich bestand hier wohl auch wieder die Möglichkeit, das Ganze sneaky zu machen, aber... Ja, aber bei so Viechern da... Ja, ist gut. Hat so auch mehr Spaß gemacht eigentlich. Ah. Ja, das geht ja wohl jetzt nicht, oder? Ah doch, der, genau, dem fehlt hier unten Saft. Zahnsaft. Ah, keine Kaffeemaschine. Ist ja so gar nichts. Nee. Lästig. So. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Ich dachte, du hast Angst vorm Alleinsein, also ich weiß nicht. Ja. Tja, wie geht denn da das Ding hoch? Ach so, ja, jetzt. Ach, da, ja. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Cowboy. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Sänger. Ach Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Bitte nicht singen. Zum Glück ist er da auch wieder konsequent. Ja. Da geht's weiter. Was? Ich bin gleich wieder da. Wohin denn noch? Ah, ja, gut. Das klappt hervorragend. Rutsch doch mal. Nix. Da ist nix. Ja, wo kommen wir denn hin? Da ist auch nichts. Hm. Ja, hier auf der Seite haben wir dann alles gesehen, oder? Ja.
jetzt noch darüber sprechen. Aber da hinten. Nee. Sind das Affen? Ja, was, Affen? Ja. Oh. Hoffentlich keine Paviane. Hier sieht aus wie Lemuren. Aber die weisen uns vielleicht den Weg. Rutsch mal. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Boah, das sind ja so. Aber wo sind die jetzt hin? Links, rechts. Das ist andere links. Ja. Springen. Dann nicht. Muss schon die Treppe runtergehen. Das war ein gesittetes Pferd. Ah, da. Nee, das waren nur Vögel. Das war nur ha, er verwechselt. Aber ich glaube, das sind trotzdem nicht. Irgendwer sein? Ja, danke. Das habe ich vor 10 Minuten gefragt. Weltchecker. Ja, vielleicht. Hey da! Fireflies! Ich sehe es. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Okay, und jetzt zum Tor. Ich muss einen Schluck trinken. Da ist es. Ja, du machst das schon. Du musst den Knopf drücken da. Recht. Ja, natürlich. War da? Ach so, der Generator. Wie soll man da hinkommen? Oh, Zweifel muss Ellie wieder irgendwie irgendwo durchkriechen. Irgendwie sowas. Das haben sie wohl hingebastelt. Da hinten ist ein Generator. Haben wir auch schon gesehen. Ah, die passt doch dann durch die Stäbe durch. Normalerweise. Sag doch nochmal was zu dem Generator. Ich seh's. Das war alles. Okay, gut. Pass gut auf. Du auch. Man sieht sich. Lageplan des UEC Campus mit umkreisten Gebieten und handschriftlichen Notizen. Oben, wir werden hier überrannt. Wir müssen die Barrikaden verstärken. Unten, hier schlüpfen Infizierte durch. Alle Stadion- und Buchladenausgänge müssen verstärkt werden. Ja. Ja. Ich dachte schon, wir müssen die Karte jetzt haben, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Dann ich dachte es auch, ey. Wären wir verloren gewesen. Ja. Ja, absolut. Ich habe gerade noch gedacht, so, oh, bitte nicht. Ja. Ich glaube, hier ist irgendwie nichts. Okay, da kann man noch hoch. Wir wahrscheinlich können wir noch weiter hoch. Natürlich nicht. Aber wollte ich eigentlich auch gar nicht. da ist nichts.
Da war was. Links. Ja, ich weiß. Aber ich hab... Tür. Will aber hier an das Ding hier ran. Hm. Nee, nicht mit einer... Nein. Nee. Hallo? So ist besser. Ellbogen aufgeschnitten und direkt Verband dafür bekommen. Ja. Voll der Randalierer, ey. Ja, ich hatte kein kleines Geld dabei, was soll ich denn machen? Pillen! Wenn du kein Geld hast, kannst du halt nichts holen. Das ist in dieser Welt hier ein bisschen anders. Na gut. Weitermachen. Achtzehnter Erster. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.1. Ich habe einen Blick auf eine herumstreunende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.2. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her, also weshalb die Mühe. 25.2. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Also. Wie lange ging das? Lag ein Joint. Eigentlich nur eine Schere. Ah, einpacken. Hat sie nicht gerade der, die das von Kleinkopf und so? Ja. Ich dachte, da hätte jetzt sowas gelegen. Nee, das war eine Schere. Verdammt. Das ist so gefreut jetzt. So, da haben wir noch eine Tür. Scheren sind ja genug da. Ich brauche Werkzeug, Leute. Ja, aber fehlten dir nicht Scheren? Ja, auch. Oh, voll, schade. Munition im falschen Moment. Konnte ich irgendwo eigentlich Lichtern? War da noch was? Nee. Findet man ja auch öfter. Muss man gar nicht unbedingt die eigenen einsammeln. Oh, okay. Also, nee, wir nehmen die. Hatte ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja, hier wohl erst. Was läuft denn jetzt? Ja, ich sehe schon. Aber wir kommen hier nicht vorbei, ne? Die haben extra einen Stuhl dahingelegt, damit wir da nicht. Und da kann man natürlich nichts machen. Nein. Dann kriegt man auf keinen Fall auf Seite gehoben. Nee. Das geht nicht. Aber ich glaube, wir müssen hier runter. Oh ja. Natürlich. Oh. Natürlich. Gott.
Oh nein, war das jetzt so ein Ding, was da, wo die Gegend laufen musste? Ja. Aber ich habe mir gedacht, wenn der da raus will, muss der ja da durch. Das heißt also, wenn irgendwas passiert und er will da durch, dann tritt er da raus. So mein Plan. Meine Pläne gehen ja immer auf, das weißt du ja. Okay. Oh nein. Oh, jetzt ist aber Alarm. Oh. Oh mein Gott, nein. Oh, da ist ein großer. Oh, der ist aber sauer. Oder, ach, ich hatte dann noch einen großer. Und noch weiß er ja scheinbar nicht, wo wir sind. Ist den inzwischen auch erwischt hier? Ja, ne? Der ist jetzt darüber. Oh. Okay, der geht jetzt da rechts rum. Ja. Ja. Lacht da gerade meine Bombe noch? Das richtig gesehen? Mhm. Rechts, ja. Nehmen wir die doch wieder mit. Die Taschenlampe ausmachen, weil der kann ja sehen, nehme ich an. Aber wo ist der hin? Ja, weiß ich auch nicht. Draußen im Flur rumirrt. Oh. Sehr gut. So, ich mache schon mal den Flammenwerfer klar. Für den Fall. Pfeile. Oh, voll. Ja. Da liegt noch Munition, ne? Wo? Jetzt geradeaus. Ah. Geradeaus? Nehmen wir mit. Oh, da kommt er. Ne, der kann auch nicht sehen, oder? Okay, ich brauche jetzt nicht keine Taschenlampe, aber... Rechts lag noch so ein Feuer... ...da auf dem... ...da. Ach, das... Ne, Flasche Scheiße. Nur. Ne, der würde mich wundern, wenn der was sehen kann. Hm. Boah, wie eklig, oder? Ja. Möchte ich nicht aussehen. Nee. Versuch doch bei dem mal so einen lautlosen Kill. Dann kriege ich, glaube ich, selber einen geräuschvollen Kill. Kommen wir da hinten, dann gehen wir weiter? Ja, okay. Ja. Natürlich. Mhm. Komm, 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 mach doch auf, du Blödi! Mach doch die Tür auf! Das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt! Das, ich, ja, danke. Ja, schön. Oh, aua, aua, aua. Boah, Schmerz. Mann.